sein. Wenn du das nicht verstehst, ist deine Liebe zu klein. Ausgrenzung ist die größte Krise der Zeit. Sind flexibel und frei, wir handeln und kämpfen. Gegen Barrieren im Leben, gegen Schranken im Denken. Gegen Ränge und Kasten, gegen Ängste und Hassen. Für echte Inklusion lassen Menschlichkeit wachsen. Denn das, was viele Leute nicht peilen. Du verpasst was, guckst du nur auf Äußerlichkeit. Ich werd deutlich und schreib die Message auf das Papier. Beängstigkeit wird das Faulte zum Stier. Was ich nicht akzeptiere, und das ist die Aussage. Jemand zu beurteilen wegen der Hautfarbe, wegen einer Behinderung oder der Aussprache. Will lieber verbinden wie Hochzeiten Brautpaare. Each one, teach one. For change. Education. For change. Each one, teach one. For change. Education. For change. Zusammen bauen wir hier die größte Brücke dieser Welt und umgehen alle Grenzen, weil die Schranke uns nur hält. Wenn alle Menschen sich zusammentun, keiner sich verstellt oder versteckt, gleich erzählt, nicht entdeckt Neues. Weitsichtig. Krüppelstoß Behinderter, Worte der Vergangenheit, Hand in Hand Zusammenhalt. Als würden wir Verwandte sein. Keiner ist Ausländer und jeder inkludiert, weil Gegensätze sich verbinden. Das haben wir kapiert. Das ist die Vision, die oben auf dem Zettel steht, der Titel Inklusion. Damit es allen besser geht, Hautfarbe, Religion. Anders sein ist längst okay, wir lernten die Lektion und erschaffen eine bessere Welt. Jetzt ist es soweit und jeder Mensch ist hier das gleiche wert. Ein Land, in dem man gleichgesinnt in Schulen auch gemeinsam lernt. Niemand wird gemobbt und keiner wird mehr ausgegrenzt. Gesellschaftlicher Wandel, der am Ziel ist und sich Zukunft nennt. Education for change. Each one teach one for change. Education for change. Each one teach one for change. For change. For change. Each one teach one. Education. Education for change. Hey City, was meinst du, wie können wir Grenzen überwinden? Wie schaffen wir es denn, dass die Menschen sich verbinden? Paul, ich kann's dir sagen, wenn wir uns zusammentun. Du hast ja kein Handicap und ich sitz im Rollstuhl. Und trotzdem sind wir cool, ich mein, was hindert uns auch? Freundschaft hört ja nicht bei Behinderung auf. Recht hast du, Paul, ey Campus, mach mal die Hook an. Wie ging die noch? Each one, teach one. Each one, teach one. Each one, teach one. Each one, teach one. For change. Each one, teach one. For change. Education. Each one, teach one. For change. For change. For change. Was passiert denn mit diesen Menschen? Wo sind die denn überhaupt? Die sind meistens wegsortiert. In Förderschulen, in Sonderschulen, in Behinderteneinrichtungen, in Heimen, in Sonderfahrdiensten, in Therapiezentren, in Behindertenwerkstätten und in Berufsbildungswerken. Das sind alles Orte, in denen Nichtbehinderte in der Regel gar nicht Zutritt haben. Das ist genau der Fehler, den Deutschland in den 50er Jahren gemacht hat und bis heute macht, dass sie unter dem Vorwand, Menschen mit Behinderungen zu fördern, sie eigentlich sie aus der Mehrheitsgesellschaft raushält